Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Thorsten Tiet. Ich betreibe die Seite Aktienfinder.net, den Aktienscreener für Wachstumswerte. Man sieht ihn schon hier im Hintergrund. Hier geht es ums langfristige Investieren, um von steigenden Kursen und steigenden Dividenden zu profitieren. Ja, Apple, das ist das Thema von heute zum wiederholten Male. Ich habe mich schon mit Apple beschäftigt. Ich nenne Apple ja Make or Break Company und jetzt ist es gerade gebrochen, weil die Abhängigkeit des iPhones jetzt mal wieder zum Tragen kommt. Tim Cook hat vor kurzem die Absatzzahlen für das iPhone nach unten revidiert, hat einige Begründungen angeführt, die schauen wir uns an. Und der Markt hat entsprechend reagiert und die Aktie weiter auf Talfahrt geschickt. Wir werden jetzt uns die Begründung anschauen, dann werden von Tim Cooks, dann werden wir gucken, was das für Auswirkungen hat aufs Ergebnis und dann werden wir schauen, wie die Bewertung momentan aussieht, ob Apple jetzt so weit gefallen ist, dass die Aktie als kaufenswert betrachtet werden kann. Dann würde ich vorschlagen, wir schauen uns hier mal was an, was ich bereits ja mal gemacht habe, und zwar nochmal Stichwort Make or Break. Wir sehen hier eben die unterschiedlichen Segmente, das sind kleine Wiederholungen von Apple und wir sehen eben, dass Apple fast noch 2 Drittel seiner Umsätze mit dem iPhone erzielt, während die anderen Segmente eher, sage ich jetzt mal, nebensächlich sind, selbst der Servicebereich. Und Tim Cooks hat gesagt, alle anderen Segmente sind gut auf Kurs. Ich habe was von 19% Wachstum gelesen. Aber Make or Break, es reicht nicht, dass alle anderen Segmente wachsen. Wenn das hier nicht läuft und es ist momentan der Fall, dann sind die Gewinne einfach rückläufig. Und das ist jetzt auch passiert. Was heißt jetzt genau rückläufig, beziehungsweise was ist passiert? Und da habe ich hier mal eine kleine Rechnung aufgemacht. Und zwar sind es 2 Bereiche. Wir gehen erstmal hier in den oberen Bereich rein und vergleichen einfach mal die Prognose, also das, was im letzten abgelaufenen Quartal quasi als Prognose abgegeben wurde mit der Anpassung und rechnen dann mal quasi das Delta aus, also wie viel es nach unten oder nach oben ging in einzelnen Teilbereichen. Also der Umsatz, der war zwischen 89 und 93 Milliarden US-Dollar als angekündigt und die Mitte läge dann bei 91 Milliarden US-Dollar. Und jetzt wurde es nach unten revidiert auf 84 Milliarden US-Dollar, das heißt 7 Milliarden US-Dollar weniger. Das ist natürlich schon ein Wort. Die Bruttomarge, die sollte liegen zwischen 38 und 38,5%. Das heißt 38,25% in der Mitte und wird jetzt dann verengt auf 38%. Könnte man jetzt quasi einen Viertelprozentpunkt zur Mitte nochmal runternehmen. Wäre also auch quasi weniger Gewinn. Und dann sind aber auch die Ausgaben nach unten gegangen. Wenn man weniger Umsätze hat, hat man tendenziell auch weniger Ausgaben um 50 Millionen. Und dann gibt es noch andere Einnahmen und die sind um 250 Millionen gestiegen. Wenn wir das jetzt alles mal zusammenrechnen, um zu gucken, was heißt denn das jetzt für den Gewinn pro Aktie, Pi mal Daumen voraussichtlich, dann komme ich auf 30 Cent in diesem Quartal pro Aktie. Und wenn ich es einfach mal 4 mache, relativ einfach, dann käme ich auf 1,22 € pro Aktie, was das ausmachen würde. Wie komme ich drauf? Ich habe die Nettomarge genommen von 22%, die habe ich aus dem Aktienfinder. Dann habe ich quasi den Umsatzverlust von 7 Milliarden mit der Marge genommen. Das sind ungefähr 1,5 Milliarden. Und wir werden sehen, dass alle anderen Zahlen hier, die sind im Prinzip fast vernachlässigbar. Und wir kommen am Ende auf die 1,5 Milliarden Verlust raus. Und wir haben die Aussage von Kim Cooks selbst, wie viel Aktien quasi jetzt im Umlauf sind, 4,77 Milliarden. Und wenn wir das einfach den Verlust durch die Anzahl der Aktien teilen, dann kommen wir eben auf die 30 US-Cent. Und wenn wir dann das mal 4 machen, auf die 1,22 US-Dollar. Und jetzt haben wir noch ein historisches KGV der letzten Jahre von ungefähr 15. Das heißt, mit dem 15-fachen Gewinn ist die Apple-Aktie historisch bewertet. Und wenn ich jetzt einfach die 1,22 mal 15 nehme, dann komme ich auf etwas über 18. Das heißt, 18 US-Dollar wären jetzt sozusagen gerechtfertigt als Abschlag. Und wenn wir mal gucken, was der Markt so gemacht hat, jetzt muss ich wieder auf den Browser wechseln, was der Markt gemacht hat, dann
sehen wir hier den Kursverlauf von Apple. Und wenn wir mal gucken, wie stark jetzt der Abschlag ist, dann sehen wir, dass er ungefähr bei 15,5% liegt. Und ja, ist, also kommt dem nahe ungefähr, was wir ausgerechnet haben mit 18. Müsste dann also sogar noch ein bisschen mehr sein. Aber Pi mal Daumen, also wir haben 15,5 US-Dollar verloren und ungefähr 18 habe ich jetzt mal grob überschlagen. Also so ungefähr die Größenordnung wäre dann auch gerechtfertigt vom Preissturz. Das heißt wiederum, dass wir jetzt sozusagen sagen können, dass der Preis Pi mal Daumen gerechtfertigt ist von Apple, also wenigstens der Preisabschlag gerechtfertigt ist, den Apple jetzt erfahren hat. Eine andere noch interessante Geschichte sind natürlich die Begründungen von Tim Cooks, warum es nach unten ging. Und da spielen im Prinzip zwei Faktoren eine Rolle. Also es hat natürlich alles, also beide Faktoren haben mit dem iPhone zu tun, mit einem niedriger als erwarteten iPhone-Absatz. Und das erste Stichwort oder der erste Grund ist China. Und hier wird es sinkende Wirtschaftswachstum genannt. Das ist ganz interessant. Gucken wir uns jetzt nochmal das Wirtschaftswachstum an. Tim Cooks behauptet das schwächste Wirtschaftswachstum seit 25 Jahren. Wenn ich hier bei Trading Economics das angucke, dann komme ich nicht auf das schwächste Wirtschaftswachstum seit 25 Jahren, nur auf das schwächste Wirtschaftswachstum seit der Finanzkrise, und die war aber 2007, vor ungefähr 11 oder 10 Jahren. Wir sehen auch, dass dieser Abschwung gar nicht so groß ist, wie man es dann vermuten könnte, wenn man das von Tim Cooks liest. Also wir sehen hier, dass das doch relativ moderat vonstatten geht, der Abschwung. Und insofern halte ich das vielleicht für nicht die ganze Wahrheit, insbesondere weil die USA ja etwas mit den Chinesen gerade im Clinch liegen, und dann gibt es so Meldungen wie hier: Apple-Boykott von chinesischen Firmen und sie favorisieren Huawei. Ich kann kein Mandarin, also Huawei. Und das ist ja die Managerin von Huawei, und die wurde ja in Vancouver auf einer Geschäftsreise verhaftet. Haben Sie vielleicht mitbekommen, warum? Weil sie angeblich mit dem Iran Geschäfte macht, und die USA, die können ja dem Rest der Welt vorschreiben, wer mit wem Geschäfte machen darf, und wenn nicht, dann muss man halt wie die Managerin hier von Huawei, glaube ich sogar Tochter vom Firmengründer, dann muss man halt mit Bestrafung rechnen, und das ist hier passiert. Und die gute, sympathisch aussehende Dame, die ist auch sehr beliebt in China, so wie ich das mitgekriegt habe. Und es hat dann eine Welle des Protests ausgelöst. Und hier kann man das schön durchlesen. Und dann steht teilweise sogar drin, dass Mitarbeitern in Firmen, die weiterhin iPhones verwenden, mit Kündigung bedroht werden. Und andererseits Firmen bis zu komplett neues Handy von Huawei bezahlen, wenn die Mitarbeiter umsteigen von Apple auf von iPhone auf eben diese Handys hier. Das hat natürlich, also gehe ich davon aus, auch seinen Teil beigetragen, dass der iPhone-Verkauf oder Absatz in China rückläufig gewesen ist, beziehungsweise die Erwartungen nicht erfüllt hat. Wird natürlich mit keinem Wort erwähnt. Tim Cooks hier, politisch ganz korrekter Mann. Aber naja, ich denke, es ist eben auch ein Teil der Wahrheit. Das ist also China. Und dann gibt es noch eine andere Geschichte, und die ist vielleicht noch beunruhigender als China, weil China, kann man sagen, das sind Wirtschaftswachstum oder schwächeres Wirtschaftswachstum, das gibt es in jedem Land, das gibt es immer mal, und da geht es halt mal auf und ab. Und das gleiche könnte man sagen zu politischen Beziehungen, da geht es mal auf und geht es mal ab. Also es kann ja auch wieder besser werden. Hat jetzt aber beides jetzt nichts direkt mit Apple an sich zu tun. Apple ist halt leidtragender, aber ich sage jetzt mal, Apple an sich kann nichts dafür. Anders sieht es aus beim zweiten Grund, und zwar hat Tim Cooks gesagt im Prinzip, dass das Konsumentenverhalten sich verändert hat. Und man hört oder man liest raus, dass die iPhones zu teuer sind, habe ich jedenfalls festgehalten. Er drückt es natürlich ein bisschen anders aus, oder er druckt so ein bisschen um den heißen Brei rum. Er sagt, es gibt weniger Subventionen von Handyprovidern. Er sagt, die
Akkus von iPhones sind jetzt leichter zu ersetzen. Und er sagt, die Preise vom iPhone wurden aufgrund eines starken Dollars getrieben, aber im Prinzip läuft es einfach darauf hinaus, die Dinger sind so teuer. Und das war ja auch einer der Kritikpunkte von vielen Analysten, wie lange das halt noch gut gehen kann. Und es scheint eben jetzt so, als sei das Limit jetzt so langsam mal ausgereizt von den ständigen Preiserhöhungen, die dann nicht auf den Umsatz drücken, beziehungsweise auf die Anzahl der abgesetzten Einheiten. Das wäre jetzt sozusagen die Situation von Apple. Das heißt, der Preisrückgang an sich ist jetzt erstmal aus meiner Sicht soweit gerechtfertigt, also der jüngste Preissturz. Zum einen, zum anderen haben wir jetzt die Gründe genannt. Ein Grund, für den Apple eigentlich nichts kann, ein anderer Grund, der für mich eher besorgniserregend ist, dass eben das iPhone jetzt scheinbar einfach zu teuer geworden ist für einige Konsumenten, jetzt für genügend Konsumenten, dass es sich eben auswirkt jetzt in der G&V. Was wir jetzt noch klären können, das ist, ob Apple vielleicht so weit gestürzt ist im Kurs, dass die Aktie trotz der aktuellen Probleme kaufenswert ist. Da würde ich dann hier hingehen, in die Fair Value Berechnung, mich irritieren lassen von diesem Fair Value Dividende, der so weit oben liegt. Das liegt hier am Beginn der Dividendenzahlung im Jahr 2012 und da war natürlich eine starke Steigerung zu 2013. Deshalb sieht es dann aus, als ob in 2013 die Aktie massiv unterbewertet wäre auf der aktuellen Dividende von 2013. Aber ab da hinten, da ist es dann richtig. Wenn wir uns jetzt mal den aktuellen Stand angucken, ich habe die Prognosen auch noch aktualisiert, also die sind jetzt soweit aktuell. Wie weit die Analysten schon haben einfließen lassen, das weiß ich natürlich nicht. Wir haben momentan einen Kurs von 142 US-Dollar und wir haben jetzt einen Kurs bereits gehabt von 232 US-Dollar. Und man sieht, dass die Aktie da also krass überbewertet gewesen ist, weil wir haben jetzt faire Werte, je nachdem, was man nimmt, also Maximum 178 US-Dollar, Minimum knapp 150 US-Dollar. Und wenn man jetzt hier den Fair Value Wachstum als Ausreißer, sage ich mal, ein bisschen wegmacht, dann sind wir irgendwo zwischen 150 und 160 US-Dollar. Pi mal Daumen. Und der Kurs momentan liegt eben bei 142 US-Dollar. Das heißt, man könnte jetzt davon ausgehen, dass die Aktie jetzt tief genug gefallen ist, dass sie jedenfalls nicht mehr überbewertet scheint. Auf jeden Fall nicht auf historischen Maßstäben, Bewertungen basierend. Insofern die komplette Überwertung abgebaut und die schlechten, akuten, aktuellen Nachrichten sozusagen auch eingepreist. Jetzt muss natürlich jeder für sich entscheiden, ob er an Apple glaubt oder nicht. Wenn man an Apple glaubt, dann wäre jetzt vielleicht kein schlechter Zeitpunkt einzusteigen. Wer nicht an Apple glaubt, dem ist die aktuelle Bewertung eh egal, weil der kauft die Aktie ja so oder so nicht. Gut. Das wäre dann mein Wort zum Freitag gewesen bezüglich Apple. Ich hoffe, es war interessant. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.